So, ja, heute war die Verhandlung vor dem Landgericht Marburg gegen mich, angestrengt vom Jan Nolte, wegen einer Pressemitteilung der Landtagsabgeordneten Jürgen Frömmrich, Claudia Ravensburg und Dr. Daniela Sommer. Da ging es um ein strittiges Zitat, das Jan Nolte nicht gesagt haben oder nicht gesagt hat, was hinterher so auch zugegeben worden ist, dass man sich bei der Pressemitteilung da geirrt hat. Ich habe zwar nachrecherchiert, so genau hat er das wirklich nicht gesagt. Abmahnung und Unterlassungserklärung, der widersprochen wurde. Das Ganze ging dann vor das Landgericht. Wie gesagt, heute war die Verhandlung vor dem Einzelrichter. Und das Ergebnis ist, ja, die strittige Passage wird entfernt. Die Verfahrenskosten fallen mit rund 2.500 bis 2.700 € mir anheim. Die Abmahnkosten werden geteilt, das heißt, die Hälfte trage ich, die andere Hälfte Jan Nolte. Und es gibt eine Unterlassungserklärung, in der ich mich verpflichte, die strittige Passage nicht mehr vorsätzlich oder wissentlich zu verbreiten. Folge ist, dass ich diese Passage aus dem Beitrag entfernt habe, aus der Pressemitteilung der drei Abgeordneten, auch einige organisatorische Änderungen an meiner Webseite vorgenommen habe. Das heißt, Pressemitteilungen werden jetzt deutlicher als Pressemitteilungen gekennzeichnet und nicht mehr mit meinem Namen. Und ich werde in Zukunft sicherlich zweimal nachlesen, was da geschickt wird und rückfragen. Klar hätte man das auch anders regeln können. Man hätte gleich die Unterlassungserklärung sowie die strafbewährte Unterlassungserklärung gleich unterschreiben können und die Verfahrenskosten bzw. die Rechtsanwaltskosten der Abmahnung übernehmen können. Und die Verfahrenskosten wären an der Stelle entfallen. Letztendlich fehlte es an einem Doppelpunkt und es sagte, tralala, diese entsprechende Zitat, also eine kleine Nachlässigkeit von mir, ja, für die ich nun doch erheblich zur Kasse gebeten werde. Auch vorher schon, denn die Abmahnkosten waren ja auch schon kein Pappenstiel. Insoweit ist die Kuh vom Eis, das Ding vom Tisch. Hier muss ich nochmal meinen Rechtsbeistand, die Rechtsanwältin Ruth Werner von der Kanzlei in Marburg loben, die also wirklich sehr professionell mich da unterstützt hat und von vornherein klar gemacht hat, das wird wohl das Ziel sein, wird dieser Vergleich. Herr Nolte selber war bei der Verhandlung nicht vertreten. Es war eine Videoverhandlung, das heißt, der Rechtsanwalt von Herrn Nolte wurde per Video zugeschaltet ins Landgericht Marburg mit einem Kollegen. Also insoweit auch der Richter sehr professionell, muss man wirklich sagen, gar nicht lange drum rumgeschnackt. Das war also schon klar und ja, schauen wir mal, worüber der Rest jetzt für die Verfahrenskosten, die nun bei mir hängen bleiben, mit rund 2.500 bis 2.750 € noch zusammenkriegen. Ich bedanke mich bisher bei allen Unterstützern und würde mich freuen, wenn man mich bei dieser Geschichte dann doch noch mal ein bisschen finanziell unterstützt. Vielen Dank.